So, hallo liebe Freunde, wir sind wieder zurück im Daily Ranking. Heute mit den schicken Rädern und dem Snakeskin, den ich noch hatte. Das. Moment mal. Kennst du? Genau, da wollen wir rein. Und hoffentlich läuft es jetzt ein bisschen besser als die letzten Tage. Wobei bei Brawlhalla lief es ja super. Inzwischen bin ich auch, glaube ich, ein bisschen gesünder. Ich hoffe, ich muss hier kaum noch Husten rausschneiden. Sag's und muss mich direkt mal räuspern. Ja, bei uns gibt es jede Menge Schnee. Ich habe das Gefühl, wir sind bei fast bei 10 cm hier in Dresden. Irgendwie schneit alles ein übers Wochenende und es schneit gerade immer noch so leicht. So, okay, der muss fahren. Also kann ich nicht Buxtun holen gehen. Komm schon. So, dann bin ich im Tor jetzt. Okay, der geht raus. Den nimmt der. Oh nein! Er kommt auch angesprungen. Okay, den hat er genommen. Aber wollen wir beide zur gleichen Zeit nehmen? Das ist wohl ungünstig. Hat er schön genommen. Da habe ich ihn nochmal hochgespielt, damit er schön vorm Tor runter kullert. Null, ja. Der ist Torgeschoss hat seine 300er Ping. Na, geil. Dafür hat er geil getroffen. Muss ich einfach mal lassen. Nicht auf dem gleichen Punkt stehen. Okay, macht er das? Was will ich jetzt angefahren? Ach, Jungs. Ihr seid euch doch nicht so gegenseitig. Oh, shit. Den habe ich schlecht genommen. Quetschball an der Wand nach vorne. Ich habe keinen Boost mehr, oder fast keinen mehr. Das ist echt kacke. Ich brauche den Boost. Ich muss zurück. Uiuiuiui. Da kommt mir einfach einer entgegengeflogen. Jetzt habe ich den großen Boost zumindest bekommen. Der wurde mir nicht weggeschnappt. So. Mein Ball! Oh. Oh, shit. Der war viel zu schnell. Nein! Ich dachte, einer trifft ihn und haut ihn gegen mich. Verdammt. Na komm. Ach, Scheiße. Was macht er neben mir plötzlich? Oh Gott. Das hat mich wieder vollkommen aus dem Rhythmus gebracht, dass er plötzlich neben mir steht. Hm, nicht mehr, was man jetzt eben trifft. Ach, verdammte Kacke. Verdammte Kick. Okay, alles klar. Wenn man halt unbedingt mit vorbeifahren muss, dann fahre ich jetzt aber raus. So, contested genug. Oh Gott! Mache ich eine Scheiße. Ach, er nimmt ihn kurz vor mir. Er zieht noch so rein. Ach, fuck! Fange ich schon wieder an zu fluchen, das ist schlecht. Ich spiele aber auch an Kacke zusammen jetzt wieder. Jetzt komm. Ja.
wahrscheinlich wieder hoch, weil ich so rumgeballert werde. Oh, warum? Ich hätte ihn genau gehabt. Und er springt rein, Mann. Einer, der eine Pinge immer noch 330, ey. Krass. Dass der echt ein Tor geschossen hat, Mann. Danke. Das war ein bisschen lucky, dass ich den da reingequetscht über ihn. Wo ich einfach da gut getimed. Puh, das läuft. So, ich bin hinten. Bill Raven, take the shot. Bill Raven ist der mit der Ping, genau. Jetzt raus habe ich überspielt. Nice! Da war ich aber noch nicht genau drauf. Das lag nicht an ihm, das lag an mir. Hätte ich den Ball getroffen, ohne dass er eingegriffen hätte, hätte ich ihn auch da getroffen, wo er ihn hat liegen lassen, denke ich. Sah zumindest für mich so aus. Puh, haben wieder ein Match gewonnen hier. Krass. So, auf geht's. Zweites Match. Ich muss... Erstmal, dass ich anfahre in der Runde hier. Was machst du da? Warum? Warum? Tu das nicht! Der Wyatt fällt wieder immer rein. Immer rein. Immer an den Ball. Immer an den Ball. Immer an den Ball. Guckst dir an. Er fährt jedes Mal zum Ball hin, sobald der Ball irgendwie über ihn kommt. Anstatt mal die Bälle clearen zu lassen von anderen Leuten. Das ist hier wieder das absolute Chaos. Jo! Jo! Anstatt dass wir den rauskicken. Ah, Quatsch. Ich nehme den mit in die Mitte. Für den Gegner zum Abschießen. Wollte ich ja nicht angehen. Weil er direkt daneben steht. Nein! Den hätte ich predikten müssen. Um da noch was zu machen. Ach, verdammt. So, okay. Ja, freestylt hier durch. Wow. Und trifft halt den Ball dabei nicht. Das ist das Problem, das eigentliche. Puh. Richtung gelenkt hier. Sieht das absolute Chaos, wie ich gesagt habe. Da muss ich mir kurz darauf einstellen, dass der dort kommt. Ach, verdammt. Blöden Dach jetzt, die keinen Schwung geben. Oh wow! Wie gesagt, er fährt immer zum Ball. Er fährt halt wirklich immer zum Ball, Mann. Und warum fährt er so drunter? Warum fährst du drunter und musst du sie erst drum rum und machst ihn dann zur Seite, ey? Oh Mann. Sie stehen beide hinten. Fahren beide durch zum Ball. Könnt ja liegen bleiben. Oh Mann, ey.
Das ist doch super anstrengend, hier mit solchen Leuten zu spielen. Ja, du weißt nie, wann du ranfahren kannst. Weil ich selber keinen Plan habe, wann man ranfahren kann. Oh Gott! Wieder zum Ball. Oh Mann. Wenn die Leute halt meinen Weg boosten, dann fahre ich halt nicht mehr durch. Dann ziehe ich nicht mehr durch. Ich habe nämlich Respekt für meine Mitfahrer und das, was die dort machen. Da brauche ich, glaube ich, keinen Respekt mehr haben. Zick! Geht doch mal rein hier. War eine mega komische Vorlage, aber hat funktioniert. War für alle unerwartet. Inklusive meinem Mate. Okay, ich bin toll jetzt. Ich brauche den Boost. Eins. Ach, warum fährt er immer von hinten ran? Immer Richtung unserem Tor, Mann. Oh Gott. Dinger, der trifft ihn, also steht eiskalt. Ich darf echt nicht mehr von ausgehen, anscheinend. Hat er gut gepasst. Gute Vorlage gemacht dort. Da, plopp. Die schreiben auch gar nichts. Crazy. Ich mir nicht mehr, okay. Das steht momentan gerade ganz gut für uns hier. Und der fährt wieder an mir vorbei, auf den Ball. Plopp. MVP geworden, nice. Cool, noch eine Runde gewonnen. Das läuft ja jetzt gerade mal richtig. Mega nice. Freut mich. Lol. Gegen eine Party gespielt. Die haben mal ein bisschen versagt. So. Dritte Runde. Na, schauen wir wieder ein 3-0. Ich spiele nochmal mit dem Void. Och, nö. Pass mal auf, jetzt sind wir richtig für bestraft, dass er immer ranfährt. Das läuft jetzt schon mal richtig scheiße. Ich habe den Boost nicht mitgenommen. Da muss ich mal kurz rausspielen. Ah, da habe ich direkt den 100er Boost genommen, wo er gespawnt ist. Nice. Oh ja, komm. Gib mir Attard von der Seite. Kommt das angeboostet. BAM! Ach, verdammt. Da war ich nicht schnell genug zum Reinbringen. Aber kann sein, da kann er doch viel besser rausspielen als ich. Oh Gott. Ich sehe immer nicht, wo die sind, da muss ich mich echt angewöhnen, umzuschauen. Das fehlt noch. Ich ziehe da einfach durch, ist ihm egal.
weggekickt. Oh, jetzt hätte er mal da sein können. Jetzt hätte er mal da sein können. Junge, lange Ecke ist immer schlecht. Huhuhu. Achso, dann macht er wegen der Sicht, weil man hier besser sehen kann, wie der Ball kommt. Okay. Clear Ball. Okay, ich hatte auch keinen geilen Winkel, aber ich glaube mal immer noch einen besseren. Warum? Warum springst du von der Seite dran? Zum dritten Mal. Zick. Hat noch gereicht, die 23 Boosts, um eine Vorlage zu machen. Ja, hat gut geschossen. Der August Hellstorm. Kann man hier einfach mal so sagen, ne? Hat er gut gemacht, da den rein zu zwirbeln in die Ecke. Oh shit! Oh shit! Hab ich richtig gefailt. Da fliegen wir alle drei. Nice. Immer eine gute Idee. Nein, nicht genug gelenkt. Geht nicht rein. Ganz entspannt. Jo. Mach's halt noch knapper. Vors Tor, Mann. Die assigste Vorlage, die man machen kann, vors Tor. Von ganz oben runter. Gut, wir haben alle gefailt, aber. Warum macht man die Vorlage da rein für den Gegner? Und der Gegner in der Nähe ist. Ich raff's nicht. Das Center Ball. Den habe ich aufgehalten zumindest. Ach Gott. Fahr doch ran! Den, wo er ranfahren müsste. Fährt er halt nicht ran. Ich muss auf die Bälle gehen und nicht auf den blöden Mann. Nice. Und du bist zusammengespielt. Oder war es so sein eigener Ball, den er nochmal reingedrückt hat? Das war sein eigener Ball, er hat durchgeboostet auf die andere Seite. Ja, hat durchgeboostet, um ihn nochmal reinzudrücken. Sick. Gut gespielt. Oh shit. Spielt aber nicht mehr, oder was? Hui! Ich war irgendwie gerade in der falschen Geschwindigkeit, um dann nochmal zu intersecten mit dem Ballflugbahn. Ja, jetzt fahr wieder von der Seite ran, genau. Und mach wieder die Vorlage, oder was? Er macht halt wirklich eiskalt hier die Vorlage. Er macht halt immer die Vorlage in die Mitte. Warum fährt er den Ball immer vor unser Tor in die Mitte? Das raff ich nicht. Beide Tore fallen nach einer Vorlage, die er gemacht hat. Ah, fuck. In unsere Mitte.
Jetzt macht irgendwelche Rückwärtssalto-Positionen oder was? Oh Mann. Stell dich doch gerade hin. Es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl, was der spielt. Wenn Leute um den Ball fahren, während ich da ranfahren will, bin ich total verwirrt. Oh. Ein bisschen Boost wieder aufgeladen. Ah, ist schon nichts angekommen. Blub. Ja, war klar, dass er den Luft. Ach, jetzt steht doch nicht alle. Steht doch nicht beide hinter mir, Junge. Wofür? Wo fucking für? Ach, verdammte Kacke. Ich wollte ihn von der Seite so reindrehen, aber. What was the plan? Oh Mann. Bin ich bad bei sowas gerade? Ja, jetzt Kolotz hat rein. Der kann echt keine Verteidigung, der Void. Der kann's nicht. Der macht. Er hilft dem Gegner mehr, als dass er irgendwas tut. Ja, war halt nur ein 2-1 dadurch. Es ist mir nicht klar, warum man diese Aktion macht. Da kann ich nicht mehr reporten, wir haben einfach nur scheiße gespielt. Oh Mann, ey. Der gehört hier nicht hin. Der macht die Vorlagen für die Gegner. Der gehört noch eine, zwei liegend runter dadurch. Naja, also Dankeschön fürs Zuschauen. War heute zumindest deutlich erfolgreicher als die Tage davor. Zumindest was Rocket League angeht. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu und bis bald.